Willkommen zurück zu The Cat Lady. Ja, vielen Dank für euer Feedback, das auf den ersten Part drauf einging. Das freut mich ja sehr, dass ihr ein doch sehr anderes Spiel, vor allem optisch und so, dass ihr das eine Chance gibt. Und ich bin guter Dinge, dass das Spiel immer besser und creepiger wird. Vor allem, wenn ich mir so die Kommentare durchgelesen habe. Ich weiß jetzt zwar euren Namen nicht mehr, aber... manche haben gemeint, das Spiel wird noch ein richtig krankes Ding. Ich bin gespannt. Gehen wir mal durch dieses Tor. Ich meine, es sieht sowas von einladend. Oh, da ist jemand. Damit hätte ich jetzt gar nicht... Welcome to my house, Susan Ashworth. I have been waiting for you, my dear. I knew you would turn up one fine day like this. Who are you? I have so many names, it's hard to pick one. But I'm curious, who do you think I am? Oh mein Gott. hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir hier noch Interaktion mit jemandem haben. Wer könnten das sein? Sie hat viele Namen. Der Tod, eine alte Lady, die in den Wäldern lebt. Das wäre ein bisschen zu einfach. Gott glaube ich auch nicht. Und der Teufel. Ich würde schwanken zwischen Tod und Teufel, aber warum der Teufel? Ich würde sagen, der Tod? Ich weiß es nicht. Death? Interesting. Yes, perhaps that's what I am. I come when there's something to take, but I never give anything back. I am doom. But I'm salvation, too. I'm feared by most... but adored by some, also. Some like yourself, Susan. Don't flatter yourself, old lady. I don't even know you. Well, that's not quite right. I've been around for a while, keeping you company. Always there, you know? Always there. So I was wrong. You're not Death? No, I am not. Perhaps I am life. But then again, does it really matter? What is this place? This, my dear, is my humble kingdom. And this house is my castle. I rarely invite people in, just like you. I like my solitude. But you are a special guest, and I'm going to make an exception. Me? Special? I can tell you now that there's nothing special about me, lady. Don't bring yourself down, Susan Ashworth. Today, you are my guest of honor. Will ich überhaupt dein Gast sein? Ich weiß ja nicht. What will happen next? Depends on you, Susan. Inside my house, there are dark hallways that lead to places you don't want to see. But there... is also something that will make you want to return to where you came from and cherish every single little breath you take. I'm going to make you an offer, Susan. It's a chance only a fool would refuse. Okay. An offer? What can you offer me? Let's come inside. It's getting cold out here. Okay, jetzt sind wir in diesem Haus. Ich bin ja jetzt richtig unglaublich neugierig. Schauen wir uns mal das Gemälde an. Sollten wir es berühren? Vielleicht ein bisschen gerade hängen? Please don't touch anything, dear. I wasn't going to. You lied to the whole world, Susan. And you lied to yourself. Wir haben die ganze Welt belogen, aha. Okay, lassen wir eben das Gemälde so, wie es ist. Hallo, seltsame Frau.
Ist wirklich seltsam. Kann ich auch einfach weitergehen? Nein. Okay, dann sind wir so netten, reden halt nochmal mit ihr. Erstmal anschauen. Ist sie wirklich hier? Vielleicht ist sie am Ende nur ein Traum. Das alles wirkt wie so ein ganz kranker Traum. Now we can talk properly, my dear. Okay, plauschen wir noch eine Runde. I still don't really know who you are. I go by many names. I've never paid much notice to what the living call me. But there is one name the fallen ones use when I speak to them. I find it most accurate. The Queen of Maggots. Is that what you are? Why maggots? Because they feed on what's dead and gone. Dead and gone. I guess that's me. Will I be punished for taking my own life? Most people would be, but not you, Susan. You see, I watched you long enough to understand how you feel. I don't expect you to believe me, but I actually have sympathy for you. Who knows? I could be your only friend. The only friend in the whole wide world. So like I said, I'm going to make you an offer. I want to help you. I will give you back your happiness in exchange for a simple task. Your life will change completely. You will be yourself again. And you will soon forget the sadness that has consumed your heart for years. Okay. Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, wie dieses Angebot dann, ja, der Praxis dann umgesetzt wird hier. Aber okay, sie will mir die Freude zurückschenken. Das, na gut, wir reden einfach mal weiter. Is there anyone else here? Why? I thought you liked being alone. Isn't that why you ran away from everyone? It doesn't matter. I was standing right behind you when you threw away all those photographs, you know? I brushed your hair every night you cried yourself to sleep. I saw everything. I know what you want, but it's not here. It's gone, and it will never, ever come again. Das ist eine sehr creepy Vorstellung, wenn man sich überlegt, dass die alte Schachtel die ganze Zeit bei einem war, während man angeblich alleine war. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe keinen Grund zu leben. Bitte lassen Sie... Nee, das Angebot interessiert mich. What do you want me to do? Yes, I think it's time to explain. But where are my manners? We're still in the hall. This is not a place for a serious talk. Follow me to the next room. I'll tell you everything you need to know. Genau, Alte, mach mir mal einen Kaffee. Ein schönes Kränzchen hier. So gemütlich dann. Hast du auch Katzen? Oh, ein schönes Klavier. What's your Klavier. Offer then? What can you fix that life has destroyed? Susan, death can fix nothing. But though we are both dead, I am not death. I might seem just like a strange old woman to you, but I'm just as powerful as gods. And I chose you, Susan Ashworth. I'll need you to go back and face five people. They're not ordinary people. They're very special, just like you. Only in a slightly different way. Aha.
Okay, da bin ich ja mal gespannt, was das für 5 Personen sein sollen, was das alles mit uns zu tun hat und warum mag sie uns überhaupt so sehr? Ja, sie ist nicht der Tod, aber ja, schwierig zu sagen, wer sie wirklich ist. So, schauen wir mal. Ist wahrscheinlich auch ganz schön wichtig, was wir hier so auswählen. Also mich interessiert das komplett, dieses Angebot. Ich will nicht so, sowas will ich nicht antworten. So, ich kann nichts, ich bring nichts, so. Aber vielleicht die Frage noch. What makes you think I want to go back? I finally did it. I killed myself. That's all I ever wanted. And yet, it turns out to be just another failure. I want this suffering to stop. Dear, dear Susan, you don't realize that the suffering never stops, do you? It only gets worse. This place is a passage between the world of the living and the world of the dead. You enter one of these corridors and you never come back. But you don't cease to exist. You remain. Na gut. Those 5 people, who are they? The parasites. That's what I call them. The parasites. That's what I call them. You will have to keep your eyes open and be constantly on guard. Those people will want to get closer to you. They might even pretend they are your friends, but don't let that fool you. They have nothing but cruel intentions. They want to hurt you, Susan. They'll want to kill you. As harmless as they might appear, parasites are the evil scum of the earth, and they all deserve to die. Isn't my life bad enough without them? Don't be frightened. You will have a great advantage over them. They don't know that you know. Do you understand what it means? You will become my hunter, serving punishment for their sins. A tool of destruction. A dark angel walking through the river of blood. You find your purpose in life and you see for the first time how satisfying it can be. But how will I recognize them? There isn't a great deal of people in your lonely life, is there, Susan? You will know when you see them. Bring those deceitful bastards in front of me, and we'll make them regret for everything they've done. Okay, ich habe da jetzt schon so gewisse Theorien. Also, vielleicht ist die alte Lady da jetzt nicht so unbedingt der Tod, aber vielleicht so eine Art totes Engel. Ich weiß nicht, und klingt fast so, als müssten wir ihren Job jetzt quasi übernehmen, weil wir ihr so unglaublich ähnlich sind oder so, oder weil sie uns einfach nur mag. Und diese 5 Parasiten, ich glaube, das wird dann auch nochmal so eine persönliche Sache, die vielleicht uns das Leben auch vorher irgendwie zunichte gemacht haben. Aber das sind alles nur Theorien. Ich bin wirklich gespannt. Ach komm, jetzt interessiert es mich doch, was die Alte darauf sagt. Vielleicht gibt das noch mehr Indizien auf meine Theorie. I'm a failure. Why did you choose me? Aren't you afraid I will let you down, whatever it is I have to do? Most days, it's enough of a struggle to crawl out of bed. I don't see the point in anything. I just want to disappear. And I hate everyone else because they know how to be happy. Everywhere I turn, there are people filled with hope and will to live. Or people so pitiful, they make me ashamed to be alive. I don't want them. There's nobody there for me. I am alone. I just want to vanish. This
is the very reason I chose you, Susan Ashworth. I know how you feel, because I felt like this myself for a very long time. You and me are very much alike. If you succeed, you will never feel broken again. Na super, dann werde ich gleich so wie du. Are you expecting me to kill them? No, Susan, I'm expecting you to fight for survival. To do everything you can to defend yourself. Well, that's not quite right. I've been around for a while. But I also know that you don't want to suffer. And those people will want to cause you pain. They won't hesitate. In the end, you might have no choice. Think of it as gardening. If there were weeds among the flowers, you'd pull them out, wouldn't you? You'd get rid of them without thinking twice about it. I'm not really a gardening type, but I see your point. I'm glad. And remember this, you are not the only victim. If you don't stop them, the killing will continue. Innocent people will die. You have the opportunity to make the difference. And the chance to save yourself. Na okay. Wie, das kann ich nicht tun. Ich will es aber tun. Das klingt alles sehr kryptisch und keine Ahnung. Aber ich will jetzt loslegen. I can't do this. It's too much. Dealing with criminals is a job for the police, not someone like me. Indeed, you are weak. That's why I have prepared a special gift for you. Immortality. You cannot die, Susan. You will always return to life no matter what happens to you. What? This is the last thing I wanted. Please, can't you just let me die? I've made the decision. As long as they are alive, you cannot die. Also unendliche Continuous. Coole Sache. This all must be just a weird dream. I don't believe you. Susan, see this door here? Let's go inside. I want to show you something that will help you make up your mind. Follow me. Genau, gib mir Motivation. So kann ich mich nicht bewegen. Hey, ich will dir folgen, aber ich kann nicht. Jetzt erst. Okay. Ah, oh Mann, also das Spiel, das kann man mit nichts anderem vergleichen, ne? Ich habe null Ahnung, wohin die Reise geht. Das ist... Oh. Bin das schon wieder ich? Yes. It's you, Susan. Come closer. Say hello. I don't want to look at it. Haven't I had enough yet? I don't remember asking you to catch anything. But this place is... This is exactly what I was trying to run away from. I don't want to be here. Make it go away. I assumed it would be wise to give you a little taste of the suffering you'd endure. I want you to understand that you can keep going long after you count. Ich habe mir Motivation ein bisschen anders vorgestellt. Jemand hatte in den Kommentaren auch geschrieben, dass wir vielleicht 9 Tote sehen werden von unserer netten Katzenfrau, weil im Krankenwagen war das auch ein Symbol für einen Tierarzt oder so ähnlich. Was ich nicht wusste. Sehr interessanter Hinweis, danke dafür. Wird ja auch irgendwie passen zur Katzenlady, aber gut, es ist Tod Nummer 3.
Aber so weit wollen wir es ja gar nicht kommen lassen, weil es dann doch lieber den Auftrag ausführen. Hm? Susan, was meinst du? Ah, guck mal, Presta. Sie steckt im Kreuz. Ich glaube, ich könnte sie einfach rausziehen. Die brauchen wir ja auch, wenn ich jetzt mal zurückdenke. Da war doch mal was mit Brettern und so. So, haben wir schon mal das Ding. Untersuchen. Gekreuzigt, ganz allein, an einem Ort, der alles verändert hat. Ich will wirklich nicht hier sein. Okay, kann man nochmal wieder... Der Tod? Fragezeichen? Ja. Wir wissen es nach wie vor nicht so genau. Susan, it's time to make a decision. Wow. The parasites are coming, whether you want it or not. You haven't really got much choice. You must stand up for yourself. Wenn ich keine Entscheidung habe, wieso soll ich mich dann hier jetzt entscheiden? das hat alles keinen Sinn, die wird mich sowieso dazu zwingen. Ach, das ist, also diese Hintergründe, das ist echt bizarr. Also, ich weiß, ich glaube in diesem Let's Play werde ich sehr oft das Wort bizarr benutzen. Aber es passt ja auch. Na gut, komm, wir fangen jetzt einfach an. Fine. I'll do what you want. Excellent. I'm glad you have put your trust in me. I haven't really got anyone else. You shall not regret this. Lights up. Tja, toller Show-Effekt. Das ist toll gemacht, alte Lady. We're back in the house. Yes, but there is something else that must be done. You cannot leave my kingdom before a sacrifice is made. What? Isn't it enough already? Do not worry, my child. This is a mere formality I'm speaking of. The door to your world won't open unless you make a sacrifice of soul and a sacrifice of blood. It doesn't sound good at all. See those candles here? Yeah. Just blow one out and that's it. Like I said, it's just a formality. Then on your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much, just a bit. Enough to open the door. How much, exactly? Don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Is that how you used to say it? Aha. Das sind ja jetzt ganz neue Anliegen, die du mir hier anbringst. Darüber will ich mehr wissen. Tell me about the sacrifice of blood. Like I said, it's just a formality. On your way out, you will have to shed a few drops of blood. Not much, just a bit. Enough to open the door. Okay, hab's kapiert. How much, exactly? Na, komm, don't be afraid. It's easy. Anyone can do it. Just a sharp scratch. Ja, ja. Kannst leider nicht abbrechen. You used to say it? Ich hätte gedacht, ich erfahre mehr. Okay, erzählen Sie mir über den Seelenopfer. Na gut, komm, wir fangen einfach an. I'll do that. Wish me luck, strange lady. I do. When you leave my house, head to the field. That's where you should be. Goodbye, my child. I'm not going to be far. Ja, wahrscheinlich. I've never been. Ja, wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich wirst du dann wieder hinter mir stehen die ganze Zeit, mein Haar bürsten, was ich im Übrigen auch nötig hätte.
They left me no choice, Alice. Maybe one day you'll forgive me. Okay. See how easy that was? Now, head back to the field. You've got a job to do, Susan. Darf ich noch weiter auspusten? Das ist interessant. Vielleicht sehen wir hier von diesen Parasiten kurze Einblicke, wie sie sich selbst umgebracht haben. Strange. The flame seems strong and steady, but there is no smoke. Ja gut, dann komm. I think that's enough for now. Achso, ich darf immer nur eins. Okay, ich darf mir nicht gleich alles angucken. Ich verstehe. Ja, da hat sich einer erhängt. Okay, kann man jetzt natürlich noch nicht viel anfangen. Okay, reden will ich mit der Schachtel auch nicht. Es wird echt Zeit, dass wir gehen. Wir haben den ganzen Part mit ihr verbracht. Mal gucken, ob ich jetzt das Bild anfassen darf. Oh ne, schade. Eine einsame Küste. Ah, jetzt haben sie es übersetzt. Na gut, dann... Ach, jetzt kommen okay, wir wieder. It'll be fine. I don't need her. Ja, jetzt sind wir wieder hier rausgekommen, alles klar. Die Leiche, ja, die liegt immer noch da. Es kann natürlich auch sein, dass... Ach nee, das glaube ich nicht. Weil ich vorhin die Theorie mit den neuen Toten hatte. Vielleicht sehe ich mich auch ständig so tot, wie die Leute, die ich jetzt noch kennenlernen werde. Aber ich glaube, ich mache in dem Spiel noch zigtausend Theorien, wovon alle falsch sind oder so. Man kann es überhaupt nicht einschätzen, ne? Aber das ist ja auch irgendwie das Tolle an dem Game. Das ist einfach mal so fernab von jeglichem Mainstream, ist zumindest meiner Meinung nach. Ich finde ja allein schon diese Story, diese ganze Mentalität, die dieses Spiel hier an den Tag legt, das finde ich schon irgendwie besonders. Also... Wenn es das als Film gäbe, ich würde es nahezu verschlingen, weil ich diese Materie, die hier dargestellt wird, das finde ich einfach, ja, bombastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Freunde, und wir wissen, dass da jetzt das Haus kommt. Wir wissen, dass wir die Brechstange für die Bretter benutzen müssen. Und da war es so blutend, da hieß es ja auch, von wegen Opfer geben. Nur ein kleiner Pieks, ob das stimmt und wie es dann endlich weitergeht mit unserer... Mission, sage ich einfach mal. Das alles und viel mehr erfahren wir vielleicht im nächsten Part von Let's Play The Cat Lady.